Smart speichern. Wir haben ja ein bisschen was geschafft. So. Triebwerke für die Dinger hier. Ich denke nicht, dass wir jetzt direkt diese Dinger da unten ranbappen können. Das wird gar nichts bringen. Geht das gar nicht? Doch, das geht sogar. Aber die haben halt nur eine Power von 225. Das kann ich so ganz mithalten mit den 1500. Das heißt, wir machen da jetzt nochmal... Wie machen wir das? Das ist eine echt gute Frage. Also wir könnten jetzt nochmal die hier benutzen. Aber nicht mit vierfach, sondern... Doch, mit vierfach können wir das auch. Warte. Einmal da. Einmal da. Oh, das wird abgefahren aussehen. Und eine riesen Lightshow. Also so, an jedem sind jetzt drei. Das wird ein Horror, das hier auseinander zu friemeln. Aber ja, an jedem sind jetzt drei von den Kaplern dran. Und an die packen wir die kleinen Tanks ran. Haben wir noch was Kleineres als die kleinen? Die hier. So. Jo. So. Da auch noch. Und da auch noch. So, an die kommen jetzt die hier ran. Ja, die sind schon nicht ganz so leicht anzubringen irgendwie. Vielleicht, weil sie auch nicht für Raumflug gedacht sind. Ah, da war gerade was. So, dich wollte ich zwar eigentlich gar nicht, aber okay. So, die brauchen jetzt alle Treibstoff von innen. Das ist jetzt 220, das macht jeweils 600 aus. Yes. Ich hab keine Ahnung, ob das reicht. Aber gut, alles testen. Also es kann gut sein, dass wir jetzt mit der Rakete das nicht schaffen werden, was wir eigentlich vorhatten, also nach Dunar zu kommen. Aber selbst wenn nicht, werde ich dann dazu gelernt haben, wie gut das mit diesen Jet Engines funktioniert. Und dazu lernen ist ja eigentlich das Wichtigste überhaupt bei Kerbal Space Program, finde ich jedenfalls. Und das sieht wie ein sehr lustiges Experiment aus, oder? Jo, definitiv. Und wir können ja noch extra hier drunter... wir können entweder die schwächeren großen nehmen. Das sind diese Skipper hier. 650. Ja, ich glaube, die brauchen wir. Wir hatten ja schon mal mit den Skippern versucht, aber die hatten nicht genug Umf. Aber jetzt haben wir noch die hier. Müssen wir dann gucken. So. Das heißt, die Tanks befüllen die Antriebe und die hier. Ich habe den Verdacht, das bringt nicht so viel. Aber wenn wir die Dinger hier absprengen, sind wir immer noch gut in der Atmosphäre drin. Also sollten die eigentlich länger dranbleiben. Die müssten eigentlich hier irgendwo ran. Aber es passt nicht. Naja, mal gucken. Wir brauchen auf jeden Fall noch Strukturdingens. Die hier. So. Und ruhig auch nochmal da. So, wir hätten gerne die Strukturdinger. Alle 8 Stück. Da unten mit dran. Triebwerke, die starten sollen in der ersten Dingens, sind die 4 Skipper. Die... die 12 Jet Engines, die 4 Skipper und das Haupttriebwerk. So, also Feuerwerk geht los. Alles brennt lichterloh. Wir heben ab. Hoffentlich. Wenn wir zu schwer sind, müssen wir noch was umbauen. Also, die Dinger lösen sich, alles startet, Riesenfeuerwerk. Was wird zuerst weggesprengt? Die kleinen Tanks? Nö. Die Dinger hier brauchen wir gar nicht. Da brauche ich eine extra Stage für. Sachen, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Achso, es gibt keine leeren Stages. Okay, Minus. Die Dinger hier... Klapp. Komm dahin. Du kommst da drunter. So, die 4 werden wir niemals brauchen. Davon haben wir noch ein paar mehr. Die 4 nehme ich auch nicht. So.
Ihr seid die anderen vier, richtig? Richtig. Euch vier brauchen wir auch niemals. Ihr bleibt einfach durchgehend in den orangenen Tanks dran, bis die orangenen Tanks selber abgesprengt werden. Das wären die vier hier drin. Und das wären die hier. Was bist du? Ich sehe kein Ding aufleuchten. Bisschen raus. Wer bist du? Warum sind das immer Vierergruppen? Ah ne, hier ist eine Dreiergruppe. Ah, das, genau, der da blinkt. Das würde mich auch mal echt interessieren. Wir haben es öfters, dass diese Vierergruppen oder allgemein größere Gruppen nicht vollständig angezeigt werden, sondern dass einzelne davon extra aufgeführt werden. Aber das kann ich, glaube ich, so verändern. Und jetzt bleibt es durchgehend einzeln. Na gut, ist egal. Also, alles startet. Nächste Stage wäre, die äußeren Tanks sind leer, die äußeren Tanks werden abgesprengt. Alles, was in den äußeren Tanks noch drin ist, wird zum inneren Tank geführt. So, dass die inneren beiden Tanks vollständig gefüllt sind, wenn der ganze Ramsch hier wegfällt. Wir könnten die vier Atomtriebwerke da auch schon starten lassen und die von den orangenen Tanks ebenfalls mit befüllen lassen. Das wäre interessant. Aber nee, nicht zu viele neue Variablen mit einbringen. Es reicht schon, dass wir jetzt diese komischen Jet-Triebwerke benutzen. Dann müssen wir mal gucken, ob sie überhaupt irgendwas bringen. Das heißt, wir speichern jetzt ab und testen einfach mal. So, Thompson, Newbie und Bigot. Bigot muss raus. Ich mag keine Bigots. Springen. Boing. Boing. Bye bye, Bigot. Wie wechsle ich jetzt wieder zurück zu Kommando-Dingens, ohne was zu machen? Kann ich nicht. Pack Fuel. Steh auf. So. Yay, yay, yay. Okay. Ich würde jetzt gerne wieder die Rakete kontrollieren können. Target is to no rescue. Nein, ich will es nicht targeten. Ich will es rechtsklicken und Control from here machen. Aber das darf ich nicht. Okay. Kann ich mitarbeiten. Wir wählen jetzt hier einfach Duna. Nicht Lander. Duna. Warum Duna Lander? Duna Risky Switch to. Okay. M raus. So, schon sind es nur noch zwei. Zwei kleine Jägermeister. So, und der Bigot ist da unten. Alles klar. Das heißt, wir hätten jetzt Platz. Auch wenn wir nicht unbedingt mit der Rakete gleich hochkommen werden, denke ich mal. Aber ich wollte einfach mal testen, wie das funktioniert mit einem rausschmeißen und ob das so klappt. Also Schub auf 66%, denke ich mal. SAS an. Und einfach mal Feuerwerk. 3, 2, 1. Okay, also bei 66% hebt das Ding gar nicht erst ab. Und die Teile brennen gar nicht. Oder man sieht nichts. Bist du an? Ja, du bist an. Ha, interessant. Das finde ich irgendwie schade. Also ja, Jet Engines haben nicht so einen riesen Strahl wie Raketen, aber eigentlich müsste das da drin glühen und so Zeug. So viel zur Lichtershow. Sorry, Leute. Aber das Ding explodiert nicht. Wir haben einigermaßen Geschwindigkeit drauf. Wir sind sehr stabil, obwohl ich die Winglets vergessen habe. So weit, so gut. Oh. Ich habe die Batterien vergessen. Und Solarzellen. Kleines Detail, das doch recht wichtig ist. Nächstes Problem. Wir sind noch lange nicht bei 10.000. Und die vier Tanks werden gleich abgesprengt.
Da war die andere Rakete wesentlich effektiver. Die mit den Feststoffboostern. Wir könnten hier und hier jeweils an jedem orangenen Tank nochmal Feststoffbooster anbringen. Also 8 Feststoffbooster, 12 Jet Engines. Oder hier und hier nochmal Jet Engines, dass an jedem orangenen Tank 5 Jet Engines hängen. Sieht dann langsam aber echt affig aus. Na gut, gucken wir erstmal, was passiert. Wir sind bei fast 10.000 Metern und bei fast 200 Meter die Sekunde. Das ist eigentlich genau das, was wir haben wollen. So, jetzt geht's los. Die sind alle unterschiedlich voll. Jetzt muss ich gleich anfangen zu kippen wie sonst was. Okay, weg. Wir verlieren Geschwindigkeit. Wir fangen langsam den Geschwindigkeitsverlust auf. Und wir erhöhen wieder Geschwindigkeit. Tanks sind nicht zu sehen, weil das Stage-Ding ist mal wieder drum backt wie sonst was. Du bist dreiviertel voll, du bist voll. Und wir könnten gleich anfangen mit Kippen. SAS aus. Kippen. So, erstmal leicht kippen, ist okay. Also ja, es schaut so aus, als könnten wir mit der Stage einigermaßen Umlaufbahn hinbekommen. Frage ist jetzt, brechen wir ab, weil wir keine Batterie haben und keine Solarzellen, oder versuchen wir es einfach so? Nö, ich denke nicht. Ich denke mal, wir machen jetzt einen unkontrollierten Absturz. Bauen dann die Rakete ein wenig um, dass sie halt, sagen wir mal, 3 Solarzellen hat und 2-3 Batterien, je nachdem, wie es gerade passt. Was fehlt sonst noch? Also RCS wollten wir nicht nehmen. Wir können mal ganz kurz testen, ob das hier einigermaßen funktioniert. Also, Schuh aus. Schuh an. Hier ist alles okay. Wie lässt du dich fliegen? SAS. SAS hält Bomben fest. Sehr schön. Schon rumsteuern. SAS an. Fixierst. Balancierst aus. Balancierst ganz schön lange aus. Aber es passt. Also ja, lässt sich sehr gut steuern. Die Dinger sind nicht abgerissen. Das heißt, raus hier. Endflight, Endflight. Assembly Building. So. Wir hätten gerne Utility. Photovoltaic Panels. 1, 2, 3. Genau, 3 Stück. Passt, sehr gut. Und 100er Battery Pack. So. 4 Stück, das müsste reichen. Wollen wir jetzt noch mehr umversuchen oder nicht? Nö. Eigentlich fand ich das ganz okay so. Also 1.1, speichern, starten. Naja, Schrott weg. Der B-Cod muss weg. Und ja, ich weiß, da steht B-Cod. So, Thompson, Newbie und Elvis. Elvis bleibt auf jeden Fall da. Der Newbie kann raus. Und loslassen. Tonk. Ich glaube, damit wäre auch festgestellt, dass sie immun sind gegen Fallschaden. Und sie sind auch immun gegen Hitze. Was wir jetzt mal testen können. Also wir hatten es schon mal auf Duna, war das, glaube ich, getestet. Da ist er in ein brennendes Triebwerk reingelaufen. Aber ja, Newbie opfert sich im Namen der Wissenschaft. Und wir würden jetzt gerne Switch to Lander und dann Risky Rescue Switch to. So. Schon haben wir nur noch Elvis und Thompson. So, Schub muss höher als 66. Das kommt erstmal auf 100 und gehen wir dann ein wenig runter, sobald die Hitze zu hoch wird. Staging sonst sieht soweit okay aus. Die Satellitenschüssel glitscht ein bisschen. Aber gut. Also 100%, SAS an. 2 grinsende Jungs an Bord. 1 grinsender Junge unten drunter. 3, 2, 1.
Na gut, bye bye, Newbie. Was sagt die Hitze? Hitze ist noch gar nicht da. Hitze kommt schnell. Wir gehen ein bisschen runter. Ist okay, ist okay, ist okay. Noch einen Ticken runter. Hält sich, glaube ich, jetzt.